Herzlich willkommen zu Schimblöd. Sie wissen, was das für die nächsten Minuten bedeutet. Das ist ein Heidenspaß, also Wahnsinn. Ja, und los geht's mit was Neuem aus der Rubrik. Ja, und schon sind wir bei einem Mann, der oft abends über sich denkt. Du hast wieder einen Shitstorm hergelabert. Und deshalb entschieden hat. Dann sage ich lieber gar nichts mehr. Ja, der große Show-Titan der hessischen Grünen, Tarek Al-Wazir, hat endlich was mit Thomas Gottschalk gemeinsam, was irgendwie auch bitter ist. Das ist auch in gewissem Maße bitter. Stimmt sicherlich. Aber immerhin haben beide in der gleichen Woche ihren Abschied verkündet, was Al-Wazir bedauert. Ich bedauere das? Ja, Al-Wazir geht ins zweite Glied. Nicht ohne ein bisschen beleidigt zu sein und klarzumachen, dass man ja gut gearbeitet habe. Wir haben ja gut gearbeitet die letzten 10 Jahre. Ja, herrlich. Und ähnlich wie Wetten, dass mit über 12 Millionen Zuschauenden hinterlässt auch Al-Wazir ein gut bestelltes Feld. Ich jedenfalls hinterlasse ein gut bestelltes Feld. Bestellt oder auch bezahlt. Naja, schwamm drüber. Schließlich hat Al-Wazirs Oma doch immer gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Meine Oma hat immer gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht führt sein Weg hier in die Bundesrepublik. Oder wie Thomas Gottschalk sagen würde. Top. Die Wette gilt. Ja, die halten wir übrigens auch in Sachen schönster Zeit des Jahres. Die besinnliche Weihnachtszeit, oder wie es im Volksmund heißt. Weihnachten ist, wenn eine Mutter auf der Erde liegt und alle 5 von sich streckt. Ja, besonders im leisen, ruhigen Advent heißt es wieder Land auf, Land ab. Wird Zeit mal was zu backen? Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Und was ist mit Geschenken? Oma, Tante, Cousinen, Nachbarskinder, mach mal hinne. Also heißt es für uns jetzt nochmal Abschied nehmen. Und zwar von den stressfreien Wochenenden. Denn ab jetzt gilt... Es muss gekocht werden, es muss gebacken werden, die Plätzchen müssen gemacht werden. Das macht man immer auf den letzten Drücker. Das ist immer so. Ja, Stress pur. Das Fest der Liebe steht vor der Tür und das heißt natürlich... Alle fühlen sich dann verpflichtet. Ja, doch als selbsternannte moralische Instanz wollen wir allen an dieser Stelle zurufen... Gemeinsame Zeit ist wichtiger als ein perfektes Geschenk. So... Schimmelt hält sich jetzt an dieses Motto. Und Schluss mit lustig.